Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Und wie immer am Samstag, nachdem ein neuer Event rauskam, haben wir natürlich auch heute wieder die Rangliste der neuen Meisterhelden. Und da, bevor wir da genauer eingehen, nochmal, wenn ihr öfters an meinen Kanal kommt, gerne die Videos liken, den Kanal abonnieren, auf Discord vorbeischauen, auf Twitch, Twitter, Instagram, ihr kennt das ganze Zeug. Und da natürlich auch liken, abonnieren und dann auch euch, und natürlich könnt ihr auch da euren Senf dazugeben. So, fangen wir damit an mit dem neuen Ranking der Meisterhelden. Da müssen wir echt ein bisschen unterscheiden. Es ist nicht ganz so einfach, das Ranking zu machen. Ich versuch's mal für die, ich sag mal, für die Allgemeinheit, wo ich jetzt weiß, in welchen Divisionen ihr auch seid, so hinzukriegen. Also auf Platz 4 für mich ganz klar Linus Omark. Ich gehe jetzt auch nicht auf die einzelnen Synergien und Fähigkeiten ein, aber wenn man alles so ankriegt mit 1,78 und 82 Kilo zum Vergleich, gleiche Position wie Patrick Kane, der ist zwar 2 Kilo leichter, kommt aber auch auf 99 Beschleunigung und auf 96 Tempo mit Synergien an, von dem her eigentlich 1:1 die gleiche Karte. Ich denke mal, da wäre mir, selbst mir, wäre der Patrick Kane lieber. Deswegen der hier auf einem Platz 4. Platz 3 schwanke ich ehrlich gesagt ein bisschen. Platz 1 ist klar, aber 3 und 2 schwanke ich ein bisschen. Ich nehme mal auf Platz 3 nämlich den 96er Rick Nash. Da ist es so, ich meine, viele haben jetzt Matt Duchene, haben Dylan Larkin gemacht, haben Connor McDavid Team of the Season, haben vielleicht sogar Mikko Rantanen. Und dann sehe ich ehrlich gesagt für diese Karte bei den meisten Leuten keine Verwendung dafür, weil dann rein vom Speed her, wir kommen hier zwar immerhin auf 93, oder auf 95 Beschleunigung und 93 Tempo, aber auch eben wie die Rantanen-Karte eigentlich, die ist dann irgendwann in der dritten oder möglicherweise sogar vierten Reihe, wenn euer Team wirklich richtig gut ist. Von dem her sehe ich die nur auf Platz 3. An sich ist die Karte recht gut, aber gerade der, dass die meisten dann doch schon die erstgenannten Spieler auch haben, ich wüsste nicht, wo ich den einsetzen würde, und ich würde ihn auch für die ganzen Münzen weder kaufen noch über die Collectibles machen. Klar, wenn ihr jetzt untauschbar zieht, rein in euer Lineup, aber so für die meisten würde ich den ja nicht empfehlen. Natürlich auch wieder GWC, wer sich da wirklich Chancen ausrechnet oder da mitspielen möchte, da sind natürlich solche Karten, wir bleiben nochmal bei ihm, sind natürlich solche Karten gefragt, weil der mit der Größe zwar langsam, aber mit der, oder das ist langsam, aber halt nicht, kein so ein Flügelpacer, sondern groß, kann den Puck halten, so wird da beim GWC gespielt, da die Leute, wo da mitspielen wollen oder da auch wirklich sich Chancen ausrechnen, da gut mit dabei zu sein, die lieben natürlich solche Karten, aber für die Allgemeinheit gibt es hier die vorgenannten Spieler, die mir eindeutig lieber wären. Auf Platz 2, auch streitbar, habe ich hier den 96er Elias Pettersson. Ich habe es gestern schon gesagt, für mich ist der kein Center, für mich ist er eigentlich ein rechter Flügelspieler. Da hat er noch einen Vorteil, dass er noch ein bisschen schneller ist wie Rick Nash eben auf dem rechten Flügel. Da auch wieder das Gleiche, die ganzen genannten Spieler, vorher wäre mir da alle viel lieber, ich würde ihn nicht wirklich unterbringen. Und auf dem Center, wir können zwar mit Deep, dann sind wir bei 93 Face-Off-Rating, aber da mit seinen 80 Kilo, das ist halt da so der Faktor ein bisschen, dass der halt recht schlachsig wirkt. Man ist zwar groß, aber Größe allein reicht mir beim Center auch nicht, weil mit nur 80 Kilo auf 1,88 verteilt, wirkt der recht schlachsig. Also also den und Nash könnt ihr je nach Divisions- oder je nach Spielniveau auch tauschen. Und auf Platz 1 für mich der 96er Patrick Laine. Gleiches Spiel, auch nicht der schnellste, wenn man alles so ankriegt. Wir haben ja keine Scanning-Synergie mehr dabei. Nein, also das Maximale ist 94 Beschleunigung, 93 Tempo. Er ist halt 2 Meter groß. Das ist schon mal sein Vorteil. Und auf dem linken Flügel eingesetzt, haben halt gerade, was solche großen, brockigen Spiele angeht, nicht wirklich viel. Wir haben die ganzen Flinken, da rede ich von McKinnon, da rede ich von Barzal, vielleicht sogar noch Stamkos und so. Das ist gut. Ich glaube, da ist der Stamkos schon der größte mit seinen 1,85. Und da nochmal so einen Brummer rein, wie auf der anderen Seite eben dann zum Beispiel Kachuk oder Rantanen, da kann der natürlich nicht schaden. Ich sehe den auch nicht in der ersten Reihe, ich sehe ihn mehr so in der zweiten, dritten Reihe oder vielleicht sogar mit Eiszeit im Penalty Killing, da war solider Job. Und das hier für mich die beste Karte in dem neuen Event, die man hier machen kann. Ganz ehrlich, kaufen oder machen würde ich gar keinen. Ich würde schauen, ob es die im Auktionshaus gibt. Sind die teilweise natürlich wieder viel billiger als für diese 800
Acht, hier haben wir zum Beispiel einen, also 1825 kostet einer zu machen, wenn man es über den Münzweg geht, plus nochmal die 7 Collectibles, die man machen muss, um dann die Grundkarte zu kommen. Und den Vorteil bei der Tauschbahnkarte, ihr könnt halt jederzeit verkaufen, wenn ihr irgendwann mal einen untauschbaren, besseren zieht. Gerade jetzt, wenn das Team of the Season vor der Tür steht, dann kann der den auch noch gut gewinnbringend verkaufen. Und die meisten sind halt wirklich, wirklich billiger direkt zu kaufen. Ist dann immer eine große Menge, hier haben wir nur 700 im Vergleich. Ist dann eine große Menge, klar, die man erstmal aufbringen muss. Ja, das sind wir sogar bei 450 bloß. Das ist die Hälfte von dem, was die zu machen kosten. Da würde ich in jedem Fall vorziehen. Ja, den finde ich jetzt so teuer für 585, aber ist auch noch einer am Markt. Also, das ist so meine Rangliste, die ich hier so aufgestellt habe. Nochmal, ich würde gar keinen machen. Ich würde, wenn dann einen tauschbar kaufen, aber selbst da ist auch kein so ein Must-Buy dabei. Außer ihr habt eben jetzt wirklich vor, beim GWC groß abzuräumen, dann wahrscheinlich sogar Nash und Leine machen oder kaufen. Das ist natürlich klar, aber so für die Allgemeinheit würde ich da jetzt erstmal noch abwarten und ja, meine anderen in andere Karten investieren und nicht in diese vier. Denkt da mal dran, der Event geht nur eine Woche, das heißt, am nächsten Freitag kommt dann ein neuer Event. Da auch sind auch schon ja, Gerüchte raus, was es sein könnte, der Icons Event, aber. Wenn wir dann sehen, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Einschalten und gerne Meinung dazu schreiben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Immer dran denken, sauber bleiben. Ciao.